Mir ist irgendwie die ganze Zeit so kotzig, als ob mir schlecht, was die Mami heute gekocht hat. Bauernhof. Wie heißt das? Bauern. Bauerntopf. Ich Mami jetzt eine Dickmannsemmel. Jetzt habe ich noch ein Kinderriegel mir geschnappt. Zeit. Es gibt wieder ein großes Food Diary, weil wir haben jetzt schon die 120. Folge. Es gibt wieder 7 Tage lang. Was habe ich da gegessen? Oder so. Zumindest alles, was ich gegessen habe, habe ich euch abgefilmt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast, auch. Am Ende vom Video, also bleibt gerne auch dran, beantworte ich wieder eine Frage von dir. Wenn du irgendeine Frage an mich hast, stell sie gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte immer eine Frage vom letzten Food Diary. Also ich schaue jetzt gleich, welche Frage gibt es und dann beantworte ich eine, meistens die, wo die meisten Likes bekommen hat. Ja. Und das ist immer am einfachsten, weil die steht dann ganz weit oben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und bis später. Guten Morgen. Ich esse hier eine Breze. Ich wurde gerade operiert und trinke einen Tee. Und wir haben es 11.44 Uhr. So, die Breze war ja ganz lecker da, aber ich habe trotzdem noch Hunger. Wir haben es jetzt schon 13.59 Uhr und ich habe mir meinen Quark, Gurke, Tomaten, Brot gemacht. Ja, ihr wisst ja, ich liebe das voll. Natürlich brauche ich auch was Süßes. Natürlich. Ich muss ja meinen Fuß schonen. Ja, ich habe jetzt einen Twix, einen Doppelkeks und einen Mini, Mini, Mini Kinderriegel. Wir haben es 14.14 Uhr. Was macht man, wenn man die ganze Zeit liegen muss? Man isst. Natürlich. Ich habe jetzt nochmal einen Doppelkeks geholt. Und hier noch ein paar restliche Gummibärchen. Ich muss ja irgendwie mich beschäftigen. 14.34 Uhr. Ich sag ja, wenn man liegt, hat man ständig einen Hunger. Also, kann ja nichts anderes außer liegen. Ich habe mir jetzt diese Dinger hier geholt. Diese Sour Cream Chips. Ich finde die voll lecker. Die sind Eigenmarke von Kaufland City übrigens. 15.28 Uhr haben wir's. Und mein Mann hat mich übrigens auf die Idee gebracht, weil er Pringles frisst. Aber ich will ihm ja seine teuren Pringles nicht wegnehmen. Heute gibt es Mante angebraten. Ich finde diese Variante ja fast schon mal noch mal einen Tick leckerer. Dann nimm meinen Teller. Schau hier. Papa, schau. Ist egal, die hat einen kaputten Teller, das mag sie nicht. Und die Nudeln, die selbstgemachten, haben wir auch ein bisschen angebraten. Was heißt wir? Ich lag auf der Couch und mein Mann hat das alles gemacht. Wir wollen ja hier bei der Wahrheit bleiben. Ja, und das Ganze essen wir natürlich mit Ketchup und Mayo. Also ich nicht Mayo, ich Ketchup. Wir haben es, oh, unser Nachbar ist heute so laut. 17.16 Uhr, ich glaube, der bohrt jetzt gleich eine Wand durch die Loch bei uns. Mir ist irgendwie die ganze Zeit so kotzig, als ob mir schlecht wäre. Ja, halt so, ja, wie kann man das beschreiben? So, ne? Und dann dachte ich mir, da kann ja nur ein Eis helfen. Der eine oder andere denkt sich bestimmt, oh Gott, da wird mir noch schlechter, aber ist ja egal. Ich denke mir, das hilft mir bestimmt. Wir haben es 20.05 Uhr. Nonstop essen. Übrigens, nach dem Eis geht es mir besser. Also, wenn jemand mal schlecht ist, dann esst ein Eis. Dann kommt der Zuckerhaushalt, genau, der Zuckerhaushalt, den manchmal einfach einem Menschen fehlt. Also, so viel dazu. Zucker ist bestimmt nicht schlecht, weil nach dem Zucker geht es mir jetzt sogar besser. Wir haben es 20.16 Uhr, mein Mann hat den Kopf geschüttelt. Der der denkt manchmal, was labert die Alte eigentlich? Also das Kopfschütteln hätte ich euch eigentlich zeigen sollen. Ist ja auch wurscht, ich esse jetzt meine Gummibärchen und meinen Keks. Guten Morgen, ich gönne mir jetzt noch einen Keks, Kaffee habe ich schon getrunken. Ein bisschen komisch, normal isst man den Keks zum Kaffee, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir einen neuen. Ja, ich bin immer noch gehandicapt hier mit meinem Fuß. Aber sitzen geht. Deswegen mache ich mir gerade mal die Arbeit und mache ein neues Tonibill oder einen neuen Anfang für YouTube, habe ich mir gedacht. Na, schauen wir mal, ob das was wird. Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt. Wird ja mal Zeit, ne? Dann macht man halt solche Sachen. 9:45 Uhr haben wir es. Jetzt gönne ich mir noch ein Nutstar oder Nutstar oder was weiß ich, um 5:10 Uhr. Ich esse hier gerade den Döner von meinem Mann noch auf. Wir haben es 14:12 Uhr. Ich habe gerade telefoniert und das ist jetzt schon der dritte Keks, den ich mir hier raushole, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Ich stehe gerade voll auf diese Doppelkekse. Richtig lecker. Und wir haben es 15.11 Uhr. Mmh, schaut mal, was es bei uns Leckeres zum Essen gibt, was die Mami heute gekocht hat. Bauernhof. Wie heißt das? Bauern. Bauerntopf.
Bauerntopf. Super, genau. Und wir haben 17.29 Uhr. Ich habe mir jetzt ein Wienerle geschnappt und Senf und zwei Sachen esse ich jetzt in Kombination und wir haben es 10 vor 8. Jetzt habe ich mir noch ein Stück Käse geholt, ein Nutter und drei Schokobons und wir haben es kurz vor 8. Ich habe mir jetzt ein Gummibärchen nochmal geholt, ist noch eine Zunge packen, die anderen habe ich ja gestern auch gegessen und einmal nochmal diese Zwiebelringe. Ja, irgendwie. Ich muss, glaube ich, morgen einkaufen gehen. Ich brauche mal andere Süßigkeiten wieder. Irgendwie haben wir nur das Gleiche. Das nervt mich ein bisschen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mal, was ich genau möchte. Ich muss mal gucken, was ich da morgen im Süßigkeitenregal alles finde. Wir haben es 20.23 Uhr. Jetzt habe ich mir noch drei Snack-Salamis geholt. Ich finde heute nicht das Richtige. Ich finde es einfach nicht. Die halbe Gummibärpackung aufgegessen, aber irgendwie wollte ich die gar nicht. Aber die haben dann irgendwie so süchtig gemacht. Na, ist ja wurscht. Achso, jemand hat mal gefragt, warum ich immer sage, ja, ist ja wurscht. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer sage. Weil ich mir denke, was habe ich jetzt schon wieder gelabert? Deswegen sage ich das immer. Und jetzt habe ich auf die Uhr geschaut. Wir haben es 20 vor 9. Ja, manchmal rede ich halt auch komisches Zeug daher, oder? Guten Morgen! Wir waren gerade einkaufen und beim Einkaufen kam Milka Schokolade mit und ich habe so Bock drauf. Wir haben es 10 Uhr und jetzt wird erstmal die Milka Schokolade gekillt. Ich habe Hunger, deswegen habe ich mir jetzt ein Wienerle geholt und Senf und das werde ich jetzt essen. Das habe ich gestern schon gehabt und das war voll lecker. 15.27 Uhr und Hähnchen ist auch schon im Ofen. Und eigentlich haben wir noch Bautopf von gestern, aber jetzt ist schon 15.27 Uhr. Jetzt gibt es ja bald Abendessen. Ach, das ist so eine Zwickmühle jetzt schon wieder die Uhrzeit. Deswegen mal Wienerle. Am Ende hole ich mir trotzdem noch den Bauerntopf. Ja, mal schauen. Ich mache mir jetzt eine Dickmannsemmel. Erst habe ich da, also ich bin ja mein Wienerle, ihr wisst ja, das Hähnchen im Ofen, ne? Ihr wisst Bescheid. Bauerntopf von gestern auch noch im Kühlschrank, will ich aber jetzt auch nicht. Dann habe ich in die Schokoladenkiste geschaut, wie immer. Und dann sehe ich die Dickmanns und dann dachte ich mir, ja. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich beim Einkaufen noch dran gedacht habe, ich nehme frische Semmeln mit, weil ich genau so eine Semmel machen will. Kennt ihr diese Semmeln? Bestimmt kennt ihr die. Wenn ihr mich länger verfolgt, kennt ihr diese Semmeln. Da macht man nämlich das hier. Ah, so. Und dann macht man den ganzen Tisch dabei noch dreckig. Richtig toll. Und das esse ich jetzt um 15.34 Uhr. Och, die Dickmann-Semmel war so lecker, Leute. So, so lecker. Aber ich kann jetzt nicht noch eine essen, sonst habe ich wieder keinen Hunger am Abendessen. Und nein, blöde Uhrzeit. Nee, ihr wisst Bescheid. Viertel vor vier haben wir es. Außerdem duftet das Hähnchen auch so lecker schon. Deswegen, ja, hier noch ein Dickmann. Einfach so. Weil ist einfach so lecker, ne? Lecker Abendessenszeit bei uns. Bei uns gibt es heute Bratkartoffeln mit leckerem Hähnchen. Und wir haben 17.31 Uhr. Ja, und ich habe richtig, richtig Hunger langsam. Und weil heute so ein besonderer Tag ist und jeder so... Keine Ahnung, was für ein besonderer Tag. Ich glaube, weil es heute Hähnchen gibt. Ja, weil es heute Hähnchen gibt, gibt es natürlich noch ein... Alle denken sich gleich, oh Gott, was haben sie vergessen? Gibt es natürlich noch ein Ü-Ei, ein Überraschungsei für jeden, weil ich Mama und Papa heute einkaufen war. Mädchen, nur ein Mädchen-Ei. Mädchen-Eier. Ja, Mädcheneier, auch der Papi ist. Macht nichts, der Papi ist auch mit einem Mädchenei zufrieden. Wir haben 17.47 Uhr. Wieder eine neue Chipsorte. Diesmal Lay's, also die hatten wir ja schon mal. Aber diesmal ganz normal Paprika. Ja, ich stand vor dem Regal und habe mir noch gedacht, Paprika oder Bacon? Paprika oder Bacon? Die Kräuterbutter hatten wir ja schon. War nicht schlecht, aber war jetzt nicht so, dass ich es gleich wieder nachkaufen musste. Und jetzt probieren wir mal die ganz normalen Paprika. Ja, ich werde bald Chips-Experte. Wir haben es 2 vor 8, also 2 Minuten vor 20 Uhr. Kannst du mal die Pappe halten? Also, mein Mann hat mich durcheinander gebracht. Er sagt, die schmecken scheiße. Also, er will mich einfach nachäffen, wie ich in die Kamera rede. Ich habe halt neidisch, dass er nicht in sein Handy redet. Auf jeden Fall, sie schmecken genauso wie jede andere Paprika-Chipsorte auch. Also nichts Besonderes. Man kann sie essen, aber ja, nichts, wo jetzt so sagt, boah, mega oder so. So, das wollte ich sagen. Nach salzig kommt süß. Deswegen habe ich mir einen Dickmann geholt. Ja, und wir haben es jetzt 10 nach 8. Guten Morgen. Ich habe mir jetzt hier erstmal eine Schüssel Kellogg's gemacht. Oder so. Nougat Pockets oder wie auch immer. Wir haben es genau 8 Uhr. Mich machen Chips jetzt gerade voll an. Gestern habe ich euch noch gesagt, die sind jetzt nicht so der Burner, schmecken ganz normal, aber sie schmecken halt auch ganz normal wie Chips, ne? Wir haben es 9.44 Uhr.
So, nach den Chips habe ich natürlich wieder Hunger auf was Süßes und ich habe mir jetzt eine Dickmann-Semmel gemacht. Und wir haben es 10 vor 10. So, ich habe dann mal wieder was gefunden, einen Dickmann. Und wir haben es 12:02 Uhr. Jetzt habe ich noch ein Kinderriegel mir geschnappt und wir haben es 12:10 Uhr. Wie viele Dinger esse ich eigentlich davon? Naja, wir haben es. Wie viel haben wir es denn eigentlich? Ich weiß gar nicht. 13:30 Uhr und ich habe mir nochmal einen Dickmann genommen. Abendessenszeit bei uns. Wir haben heute frische Semmeln geholt und so Laugensemmeln und dann alles so auf den Tisch gestellt, was es eigentlich so aus der Kühlschrank noch hergegeben hat. Ich habe ein bisschen Kohlrabi, Essiggurken, Paprika, Tomate gekauft, genau, Tomate aufgeschnitten. Ja, ich und die Bella essen jetzt noch die Reste. Bella hat auch noch Bauerntopf vom Mein vorgestern. Lieblingsessen. Das ist dein Lieblingsessen, gell? Vom vorgestern essen wir noch auf und danach machen wir Brotzeit, ja. Machen wir voll oft, dass man halt erstmal so, gerade machen wir Brotzeit und dann erstmal noch die Reste auf. Kennt ihr bestimmt. Wir haben 17:48 Uhr. Schon wieder Chips. Wir haben es 20:10 Uhr. Jetzt brauche ich Milka-Schoki. Wir haben es 20:20 Uhr. Ganze Haselnuss, die beste übrigens. Findet ihr nicht auch? Ich liebe ja auch die anderen Sorten manchmal. Aber das ist so ein Klassiker. Also so voll der Klassiker. Das ist ein gekochtes Ei. Ich esse keine rohen Eier, aber es ist noch vom Abendessen übrig geblieben und ich habe da jetzt so Bock drauf. Und ein Stück Käse habe ich mir geholt. Und natürlich Salz für das Ei. Ne? Wir haben es 20:55 Uhr. Guten Morgen! Ja, wir haben es schon 12:37 Uhr und ich habe mir jetzt gerade, ich habe vorhin frische Semmel beim Aldi gekauft, Leberkäse in die Mikrowelle, Senf und Ketchup drauf und das bedeutet dann eine Leberkässemmel. Ja, so sieht es aus. Als Nachtisch gibt es ein Dickmann. Und wir haben es kurz vor 13 Uhr. Weil er so lecker war, noch einen. Und jetzt ist die Packung gleich leer. Nur noch ein letzter ist drinne. Ich habe zum Mittagessen für die Mädels Pfannkuchen gemacht. Die haben jetzt auch schon gegessen. Und jetzt habe ich Lust drauf bekommen. Deswegen, ich habe mir jetzt Marmelade geschnappt und schmiere mir das schön ein und esse die Pfannkuchen. Wir haben es 13:43 Uhr. Ich habe die Chips wieder rausgeholt. Hoppala, wie früh haben wir es denn? Wir haben es 15:03 Uhr. Mein allerletzter. Aber die sind so lecker. Übrigens habe ich diesmal gar nicht eingefroren, weil die mir so schon so gut schmecken. Wir haben es 15:25 Uhr. Die Familie hat gerade Abend gegessen. Ich wollte aber nicht. Es gab Nudeln und Reste essen, Hähnchen und sowas. Hey, jetzt komm, ich will. Meine. Ja, schön, ich esse den aber jetzt. Mein Gott, hat er mir einfach weggenommen. Ja, und ich, weißt du, die sind jetzt fertig und dachte mir, ach, ich esse jetzt ein Babybell. Ja, Vorbildsfunktion, Mama, ja. 18:21 Uhr haben wir es. Ich habe mir einmal diese Doppelkekse geholt und ja, das Puppelstück Schokolade, das lohnt sich ja gar nicht. Schokoladenschrank zu haben. 19:22 Uhr. Ich habe mir jetzt einmal Kinder Country geholt und einmal ein paar Gummibärchen. Ich bin zurzeit wieder so verfressen am Abend. Das ist der Hammer. Ja, ein Bäuerchen habe ich auch noch gemacht. Wir haben es 19:31 Uhr. So, ich habe hier schon eine Frage und zwar die Elisabeth Rhein hat gefragt: Mich würde interessieren, ob ihr einen Plan macht, was ihr die Woche so esst oder ob du im Kühlschrank guckst und dann spontan entscheidest. Also in letzter Zeit haben wir immer spontan entschieden. Aber wir haben uns jetzt schon für das neue Jahr jetzt vorgenommen, dass wir wieder Essenspläne schreiben. Das haben wir eine Zeit lang gemacht und das war echt cool. Du wusstest immer, ah, das gibt, also wir haben, bevor wir einkaufen gegangen sind, haben wir zusammen als Familie uns zusammengesetzt und dann, jeder hat so sein, was möchte er in der Woche essen, haben wir das alles aufgeschrieben, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was es da für Gerichte gibt und ja, haben aber auch manchmal wieder durchgemischt, wenn wir gesagt haben, okay, Mittwoch, Bratkartoffeln mit Spiegelei, nee, da haben wir jetzt keine Lust, komm, wir verschieben das und machen heute eher Spaghetti Bolognese oder so. So rum und um haben wir schon geschoben, aber wir hatten so einen festen Plan, was es die Woche gibt. Und fanden wir eigentlich sehr praktisch, aber man muss sich halt auch mal hinsetzen und das machen. Und irgendwann haben wir das nicht mehr gemacht und jetzt hat letztens auch mein Mann und die Kinder gesagt, wir wären wieder für einen Essensplan. Und irgendwie fand ich es auch praktischer. Momentan koche ich ganz spontan alles, was so im Gefrierschrank und im Kühlschrank ist. Ich schaue rein, ich habe ja immer irgendwas da, ihr wisst. Ihr kennt ja meine Vorratsupdates, Schränke und wie auch immer. Ich habe immer was da, aber leichter ist es natürlich, wenn es auf dem Zettel steht. Heute gibt es Bratkartoffeln mit Spiegelei. Punkt. Fertig. Aus. Vorbei. Das gibt's heute. Ne? Also ich finde es halt einfacher. Deswegen haben wir es uns vorgenommen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Food Diary gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Ihr wisst, das ist mein Feedback, damit ich weiß, euch gefallen die Food Diaries noch.
Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.